Eine enge Parklücke treibt den meisten Autofahrern Schweißperlen auf die Stirn. Für einige Zeitgenossen hat sich aber daraus eine echte Trendsportart entwickelt. Das funktioniert allerdings nur mit einer Menge Fahrkönnen. In die Minimalslücken zwängen die Fahrkünstler ihr Auto mit Schwung und einem beherzten Griff zur Handbremse. Also nichts für Angsthasen. Seit vielen Jahren versuchen sie den Spielraum, bis es kracht, immer kleiner zu halten. Der Lohn dafür sind mehrere Millionen Zugriffe bei YouTube. Aber auch bis ins bekannte Guinness-Buch der Weltrekorde hat es das ungewöhnliche Einparken geschafft. In den vergangenen 2 Jahren wurde die Bestmarke insgesamt 5-mal verbessert. Zuletzt lag der Spielraum in der Parklücke bei nur 22 cm. Geschafft hat es, wie zu erwarten, ein Stuntman. Viel zu viel Platz hat sich wohl der Chinese Han Yue gedacht und die Lücke auf gerade einmal 15 cm Platz verkürzt. Und dann ging es zur Premiere des neuen Mini-Sondermodells The Chinese Job hinein. Geschafft! Wenn Han Yue nicht gerade Autos in enge Parklücken feuert, ist er als Testfahrer für BMW tätig. Das hat es ihm wahrscheinlich auch leichter gemacht, genügend Autos zum Üben zu bekommen. Denn auch bei einem Guinness-Buch-Champion klappt nicht jeder Versuch. Doch das hat 2 englische Brüder nicht davon abgehalten, zu versuchen, diesen Rekord zu toppen. Weil John und Alistair Moffat nicht so leicht an neue Autos rankommen wie der chinesische Testfahrer, haben sie sich für Minis älteren Baujahres entschieden. Damit soll es in eine Lücke gehen, die nur 13,1 cm Raum lässt. Zuerst versucht John sein Glück. Passt. Bruder Alistair versucht es direkt danach. Und auch er eckt in der Parklücke nicht an. Damit hält das Brüderpaar aus England den aktuellen Guinness-Rekord. Wer es jetzt den Moffat-Brüdern nachmachen will, sollte bedenken, dass ein Riesenproblem bleibt. Ausparken, ohne Kleinholz zu fabrizieren.